Erste Mürztal Aktuell-Sendung im neuen Jahr. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das neue Jahr beginnt bekanntermaßen mit dem Neujahrskonzert. Was in Wien die Wiener Philharmoniker sind, ist für Bruck traditionellerweise der Eisenbahner Musikverein. Der Start ins neue Jahr hat in Bruck an der Mur schon Tradition. Der Eisenbahner Musikverein veranstaltete am 1. Jänner ihr Neujahrskonzert. Der Start in ein neues Jahr geht bekanntlich mit Musik leichter und so war es nicht verwunderlich, dass wieder viele Besucher und Besucherinnen dieser Einladung zum Neujahrskonzert folgten. Wir haben jedes Jahr die 300 Besucher, die gerne zu unserem Konzert kommen. Und das Konzert selbst gibt es ja schon seit 1920 und also in Kürze, in Bälde, wenn man sagt, fast 100 Jahre. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass natürlich auch die Zukunft das bringt, dass die Musiker, die heute da mitspielen, die jetzt bereits mitarbeiten, das nach uns auch noch weitermachen. Das hoffen viele Musikfreunde. Wichtig bei solchen Konzerten ist immer die Zusammenstellung der Musik, da viele einen musikalischen Genuss erwarten. Musikzusammenstellung, wie kommt die zustande? Einerseits richtet sie sich nach dem Niveau der Musiker, dann ein bisschen, was wollen die Leute hören und natürlich auch, was möchte ich halt auch gerne machen. Also diese Komponenten spielen auch wieder ein bisschen immer austauscht und da wird ein bisschen ein Programm immer auch manchmal bis zum Schluss herumgefeilt. Aber es hat, glaube ich, noch jetzt mal passt. Was ich nicht verabsamen möchte, unseren Mitgliedern, allen unseren Gönnern, unseren Besuchern, alle, die uns kennen, ein gutes neues Jahr zu wünschen. Viel Gesundheit, Erfolg und wir hoffen natürlich weiterhin auf Ihre Unterstützung. Danke. Das Neujahrskonzert des Eisenbahner Musikvereines war auch heuer wieder ein großer Erfolg. Bis auf ein neues, am Neujahrstag 2015. Von der Musik zum Sport. Die KSV 1919 war in der abgelaufenen Herbstsaison höchst erfolgreich. Heute war Trainingsstart für die Kapfenberger Falken für die Frühjahrssaison und das mit schlechten Nachrichten für den Trainer. Ja, das stimmt. Wir haben zwei angeschlagene Spieler, dann haben wir den Markt, der uns vielleicht verlassen wird. Das wird sich auch die Wochen ausstellen. Das tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen, weil wir nicht so einen großen Kader haben. Aber das ist einmal so, als Trainer muss man das hinnehmen. Wir werden halt normal trainieren, ein paar junge Spieler wieder heraufnehmen von den Amateuren und dann werden wir sehen, was wir zusammenbringen. Stichwort Amateure, von den Sturm-Amateuren wird Patrick Zisser für die Kapfenberger kolportiert. Stimmt das? Ja, da ist beim Training dabei, aber ich glaube, die Vereine sind sich noch nicht einig. Da gibt es auch noch was zum Reden und da will ich jetzt noch ein bisschen abwarten. Jetzt weiß man ja, die Herbstsaison ist sehr erfolgreich für die Kapfenberger verlaufen. Die Weihnachtspause und der Jahreswechsel hoffentlich auch. Was schätzt jetzt der Trainer? Wie kann man das Erfolgserlebnis des Herbstes in die frühe Saison weiter transportieren? Ja, es geht eh nur mit harter Arbeit und das möchte man wieder so starten, so wie wir das letztes Jahr das gemacht haben. Ja, und ich glaube einfach, wenn die Mannschaft mitzieht und Gas gibt, dann weiß ich auch, dass das auch so weiter rennt und ja, und es hängt ja nur von uns ab.
Ein wichtiger Teil sind natürlich auch diese Geschichten um die Wetterfähren. Hat man das jetzt von Seiten der Spieler, von Seiten des Vereines endlich einmal weggesteckt? Denn eines war ja im Prinzip mehr oder minder unfair, dass die Medien immer nur Kapfenberg ins Spiel gebracht haben. Ja, das stimmt. Und das ist mir schon am Socken gegangen, auch der ganzen Mannschaft und so. Aber ich glaube, die letzten 4 Wochen, wo wir jetzt da nicht da waren, ist es ein bisschen alles ruhiger geworden. Man hört auch nichts mehr, man lässt auch viel weniger. Und das ist auch gut so. Man spekuliert ja als Trainer, man spekuliert als Spieler, man spekuliert als Fan. Spekulationen in Richtung Meistertitel dürfen bei diesem Punktestand ja noch gestattet sein. Ja, das stimmt. Nur leider, wenn ich denke, jetzt, dass ein Schönberger ein bisschen ausfallen wird länger, ein Wendler ist noch verletzt und jetzt, wenn der Marc uns auch noch verlässt, dann wird es schon immer schwieriger. Aber wir sind Zweiter, wir möchten unbedingt da vorne bleiben und wir werden sehen, ob wir das zusammenbringen. Die Kapfenberger haben ja gerade bei Ausfällen immer wieder gezeigt, dass sie im Hintergrund Spieler haben, die dann besonders motiviert in die Spiele gehen und dass solche Ausfälle oft gar nicht bemerkt werden von den Fans. Ja, das stimmt. Das hängt ja von den Spielern selber ab. Jeder wird wieder eine Chance kriegen. Es werden wieder junge Spieler Chancen kriegen und ich hoffe, sie können es nutzen. Das ist als Trainer gut, für die Mannschaft gut und für die Fans natürlich auch. Realistisch gesehen jetzt, ist der Meistertitel möglich? Es wird ganz schwer durch die Ausfälle und so, aber es ist nichts Unmögliches. So kann trotz widriger Umstände die Frühjahrssaison für die KSV 1919 kommen. Alles Gute in der Meisterschaft. Von den Großen nun zu den Kleinen. Der Nachwuchs hat ja bekanntlich in vielen Vereinen einen besonderen Stellenwert. Jetzt konnte man bei einem Turnier den Kleinsten auf die Beine schauen. Ein U8-Fußballturnier gab es am 4. Jänner in der Brucker Sporthalle. 7 Mannschaften ritterten um den Turniersieg und die kleinen Leute zeigten anspruchsvolle Leistungen. Der Nachwuchs des Nachwuchses schaute interessiert zu. Eltern und Freunde feuerten die Mannschaften an und bei manchen Sitzriesen schauten nicht einmal die Füße zwischen Hose und Stutzen hervor. Aber Spaß hatten sie alle. Eine tolle Idee des SC Bruck. Ja, weil es einfach Tradition ist beim SC Bruck, dass wir Hallenturniere veranstalten für unsere jungen Spieler. Und es ist eine willkommene Abwechslung für die Jungs. Fußball ist an sich ein Freiluftsport natürlich, aber die Halle kommt immer sehr gelegen. Den Jungs macht es einfach Spaß, Riesenspaß in der Halle zu spielen. Und deswegen veranstaltet man das Turnier auch immer wieder. Kann man bei diesen Turnieren auch schon das ein oder andere Fußballtalent herauserkennen? Ja, sowieso. In der Halle speziell. Also da ist sehr viel Technik gefragt und da sieht man schon, ob die Burschen was drauf haben oder nicht. Am meisten drauf hatten die Jungs vom SC Bruck A, die das Turnier klar vor Mürz Zuschlag und Seiersberg gewannen. Torschützenkönig wurde Nico Donhofer, bester Tormann Philipp Sommer von Wartberg. Ein super Turnier des SC Bruck. Gratulation allen Organisatoren und Teilnehmern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von MEMA TV, der Trachtenverein Rossecker lädt Sie wieder herzlich ein zum Ball der Steirer 2014, dem Ball der steirischen Volkskultur, ins Kulturhaus Stadtsaal am 11. Jänner 2014 mit Beginn um 19.30 Uhr. Es erwarten Sie unter anderem die Edelseher, viele steirische regionale Volksmusikgruppen, das Beste aus der steirischen Küche und vom steirischen Wein und viele andere Überraschungen. Also nicht versäumen, der Ball der Steirer am 11. Jänner 2014. MEMA TV, mehr Region, mehr Steiermark. Jetzt auch über DVB-T auf Kanal 49 UHF, Frequenz 698 MHz. MEMA TV, regionales Fernsehen, jetzt auch auf DVB-T. Wir sehen uns. Der Dienstag war überwiegend nebelig und trüb, die Temperaturen sind aber weiterhin zu mild für die Jahreszeit. Am Mittwoch wird es dann sonnig, am Morgen noch Nebelfelder, die sich tagsüber auflösen werden. Morgenswerte um die plus 2 Grad steigen dann die Temperaturen tagsüber auf maximal plus 12 Grad an. Wir haben also Frühling. Und es bleibt auch in den nächsten Tagen so mild. Genießen Sie also die Sonne, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.